Ja, was geht ab, meine Freunde? Da sind wir auch schon wieder bei Unturned. Die übelst heftigen High-Definition-Regeneffekte hier und so. Bisschen nebelig. Mal ein anderes Wetterklima. Hätte ich nicht gedacht, dass sich das auch ändert. Ich dachte, es ist immer nur dunkel oder hell und ansonsten Sommerwetter. Ja, ansonsten, in der Zwischenzeit, was habe ich getan, was ihr nicht gesehen habt? Ich habe uns eine einzige weitere Kiste gebaut. Und wenn wir da reingucken, habe ich da mal meinen ganzen Stuff noch reingepackt, so die Medikamente. Ich habe noch eine Ammunition-Box gefunden. Und ja, ich habe in der Tankstelle einen Gastank gefunden. Das heißt, wir können jetzt Sachen auftanken. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr nice. Dann habe ich unser Inventar hier generell noch ein bisschen aufgeräumt und sowas, alles ein bisschen sortiert. Und wir haben hier unten links dieses Tool, den Blautorch, womit wir Autos und wahrscheinlich auch Helikopter und solche Geschichten halt wieder reparieren können. Ja. Kommt es mir nur so vor, oder ruckelt es jetzt ein ganz kleines bisschen wegen dem Regen? Echt merkwürdig. So, ich würde sagen, wir fällen hier erstmal nach diesem Baum. Baum fällt! Achtung! So, jetzt haben wir wieder jede Menge Holz hier am Start. Ich nehme erstmal nur das große Holz. Dann gehen wir mal auf unser Craft-Inventar. Craft-Menü meine ich. Und dann schauen wir doch einfach mal genau, was wir uns jetzt aus diesem großen Holz herstellen können, eigentlich so genau. Also, wir können uns aus dem Holz jetzt auf jeden Fall Sticks herstellen. Maple Plank und Maple Plank. Dann machen wir erstmal Maple Planks. So. Wie viele haben wir jetzt davon? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. 12 Stück. So. Dann droppen wir mal die. Oder? Ist das richtig? Oh, nee. Wenn ich mich bewege, läuft's ruckelfrei. Wenn ich stehen bleibe und dann rumgucke, ist es ein bisschen ruckelig, glaube ich. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Jetzt läuft's eigentlich perfekt. Jetzt hat's wieder geruckelt. Jetzt nicht mehr. Naja. So, ich glaube, wir brauchen vielleicht noch mehr Platz, kann das sein? Bevor wir hier was bauen können. Deswegen würde ich sagen, bauen wir noch eine Kiste einfach, oder? Gucken mal, ob wir das hinkriegen. Wo war das? Maple Crate war hier unten. Da können wir sogar. Ja, dann nehmen wir doch zwei, oder? Ganz ehrlich. Noch zwei Kisten hierhin platzieren, haben oder nicht haben. So, ich meine, wir haben so viel Stuff, was wir hier erstmal wegpacken müssen. Besser auf jeden Fall. Jetzt können wir danach den Mais. Jetzt tun wir hier noch die ganzen Sachen rein. Also Mais haben wir, Chips haben wir, wir haben Milch, dann dieses Teil hier, womit wir die Autos reparieren können. So die ganzen Platzfresser da jetzt erstmal reintun hier. Und wenn wir dann gleich wieder auf Loot-Tour gehen, dann schauen wir einfach mal, was wir genau benötigen und was wir mitnehmen und was nicht. Fernglas kann auch erstmal weg, glaube ich. Hammer, das kann erstmal da bleiben. Orange Juice verbraucht auch übelst viel Platz. Naja, diese Samen hier für das Getreide und sowas alles, das packen wir hier auch noch rein. So, die Kiste ist voll. Was machen wir hier? Wir schauen mal.
Schokolade. Für, also wir haben Essen und Trinken brauchen wir auf jeden Fall für unterwegs jetzt gleich und so ein bisschen, genauso wie Heilung, das haben wir. So, noch ein bisschen Essen. Und dann kann das da noch rein. Das da. Das hier. So, das sieht doch jetzt schon mal viel besser aus. Cobra Magazin kann ja auch rein. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder gut Platz im Inventar erstmal. Allerdings können wir ruhig einen Salat mal zwischendurch essen. Und dann schnappen wir uns mal noch so ein paar von diesen Bäumen hier und gucken einfach mal, was wir genau alles aus diesem Holz herstellen können. Vielleicht können wir uns schon irgendwie so eine Plattform craften oder sowas. Mal schauen. Ich musste halt erst noch ein bisschen drauf klarkommen, auf die ganzen Bausachen. Einmal gebaut, dann merkt man sich das und weiß ungefähr, wie das alles funktioniert. Aber so muss man halt erstmal schauen. Ja, okay, aus dem Baum kam jetzt nicht so viel raus, wie ich gedacht hätte. Es gibt, soweit ich das sehen kann, dunkelbraun, hellbraun und weiße Bäume. Am besten auf diesen Zombie da vorne drauf. Und dann macht's plätsch. Einer weniger. So, das sind immer noch Maple-Sachen. Jetzt gucke ich mal, was rauskommt, wenn wir den Baum hier fällen. Der ist in meinen Augen irgendwie echt heller. Vielleicht ist das aber auch gewollt und es ist trotzdem die gleiche Baumart, wer weiß. Die Super-Axt, die den Baum erstmal richtig da so einen Meter weit raushämmert. Doch, ist auf jeden Fall auch noch Maple. Den guten Freund beseitigen wir hier. Der steht uns auch voll im Weg. Der Kopf müsste regulär wegfliegen. Das wäre noch cool gemacht, finde ich. So ein kleines Gimmick. Wenn eh schon so viel Blut hier drin ist in dem Spiel, sage ich mal so, dann können sie auch ruhig so machen, dass man die Leichen hier noch so zerhacken kann oder sowas zum Beispiel. Wäre halt ganz funny, so für einen Fun-Faktor. Ja, das sieht gut aus. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Holz am Start. So. Dann gucken wir mal, was wir daraus bauen können. Maple Crate haben wir. Ja, okay, wir müssen als allererstes erstmal aus diesem Holz, aus dem Rohholz, sage ich mal, unsere Planken wiederherstellen. So, und wir sehen, Inventar ist, soweit ich das glaube... Ja, Inventar ist komplett voll mit dem Scheiß hier. Ja, weiß ich nicht. Würde ich sagen, droppen wir hier mal ein kleines bisschen was noch. Dass wir Platz haben. So. Dann schauen wir nochmal, was können wir genau machen. Barrikade können wir machen. Maple Siding. Maple Pipe. Frame. Frame. Okay. Barrikade. Eine Tür. Double Door. Also ein Fenster. Eine Leiter. Eine Tür. Keine Blueprints hierfür. Okay. Warum habe ich keine Blueprints für die Sachen, um Häuser zu bauen, frage ich mich irgendwie. Ein Schrank. Trophäeschrank. Eine Tafel irgendwie. Maple Crate. Ein Schrank. Ein Regal. Hier haben wir auch nichts. Okay, da frage ich mich doch tatsächlich, wie wir hier uns irgendwie eine Plattform bauen können oder so. Was ist ein Maple Siding? Schauen wir uns das doch einfach mal an.
Equip. Was genau soll das jetzt sein? Salvage Holder? Keine Ahnung. So, dann können wir den eigentlich droppen, weil ich halt nicht weiß genau, was das ist. Allerdings, ich checke jetzt nicht, warum wir da jetzt nichts craften können. Das ist mir ja gerade ein bisschen ein Rätsel, ne? Wenn ich das mal so sagen darf, hier. Normalerweise war das doch früher so, dass man aus diesem, man fällt den Baum, nimmt das große, diese runden Holzball, ja, diese Loks nimmt man da halt raus, macht da die Planken raus und soweit ich weiß, braucht man nur ein paar Planken, um zum Beispiel eine Foundation zu bauen. Und das war halt der untere Bodenteil von einem Haus. Jetzt frage ich mich, wieso das nicht geht. Ich meine, wir haben bearbeitet, wir haben Planken, wir haben Sticks. So. Maple Siding, Spikes, Pipe, ein Small Frame, Large Maple Frame. Was machen wir denn mit diesen Frames, frage ich mich auch. Oder, warte mal, wir probieren mal gerade was aus, Leute. Es könnte sein, dass sie das ein bisschen verändert haben. Equip. Hä? Okay. Jetzt probiere ich nochmal was anderes gerade, weil man kann ja sich hier ja auch diese Dinger hier holen. Missing Window. Okay, wir gucken mal. Ist das hier jetzt nur so eine Barrikade fürs Fenster oder was? Ach, sowas ist das. Okay, alles klar. Das ist also etwas, um... Ganz ehrlich, sollen wir einfach das Haus hier nehmen für den Anfang und uns da sowas zusammen basteln, so ein Survival-Haus oder was? Aber das ist ja nicht das, was ich will irgendwie. Das ist nicht das, was ich will. Verdammt, wie machen wir das denn?